Leute, heute wird es wieder gruselig. Jo, hallo Leute, dreckiger Wichser heute wieder für euch am Start. Und diesmal mit einer weiteren Folge unnützes Wissen über Horrorfilme. Heute geht es nur um Freddy Krueger und der Nightmare on Elm Street Reihe. Jo, ich würde sagen, wir beginnen auch schon direkt beim ersten Teil. Wusstet ihr schon, dass der Name Freddy Krueger auf einen Mitschüler basiert, der den Regisseur Wes Craven als Kind immer ärgerte und schikanierte? Ja, so kann man sich natürlich auch bei jemandem revanchieren. Es ist natürlich kein Geheimnis mehr, dass Johnny Depp in Nightmare Mörderische Träume seinen ersten Filmauftritt hatte. Er hatte seinen Freund Jack Early Harley zu Cravens Casting damals begleitet, aber er wurde lustigerweise selber dann entdeckt. Ein lustiger Zufall ist es, dass ein knappes Vierteljahrhundert später bekannt gegeben wurde, dass Jackie Earl Harley die Rolle des neuen Freddy Kruegers im Remake von Nightmare on Elm Street übernehmen werde. Tja, Zufälle gibt's im Leben. So, kommen wir doch auch schon zum zweiten Teil. In diesem Teil taucht zum ersten Mal in der Reihe der fiktive Ortsname Springwood auf. Springwood gibt es wirklich, heißt aber allerdings im wirklichen Leben nicht mehr und nicht anders als Los Angeles. Die Springwood High School ist gegenüber dem ersten Teil auf einmal ein ganz moderner, neuer Flachbau. Jo, und dann kommen wir auch schon gleich zu meinem absoluten Lieblingsteil der Reihe, dem dritten Teil. Der heißt A Nightmare on Elm Street Freddy Krueger lebt. Wusstet ihr, dass dieser Teil ursprünglich als Vorgeschichte geplant war? Die Vorgeschichte sollte Freddy Krueger als Kindermörder zeigen, der am Ende dann von den wütenden Eltern bei lebendigem Leibe verbrannt wird. Kurz bevor Taryn stirbt, begegnet sie in der Seitenstraße diesen Obdachlosen mit langem Mantel und mit diesem Filzhut. In Wes Cravens Leben gab es tatsächlich mal einen Obdachlosen, der genauso ausgesehen hat und ihn als Kind immer fürchterliche Angst eingejagt hat. Im dritten Teil gibt es ja den Arzt namens Gordon. Allerdings wurde er fälschlicherweise in der deutschen Version einfach Goodman genannt. So, dann kommen wir doch auch gleich schon zum vierten Teil. Da gibt es leider nicht so viel zu sagen, außer dass der Film mit knapp 50 Millionen US-Dollar der erfolgreichste Teil der Serie ist. Zum fünften Teil kann ich leider auch nicht so viel sagen. Allerdings wurde sogar der Film in den USA nicht in die Kinos gelassen und musste sogar ein wenig zensiert werden. Dafür kann ich zum sechsten Teil aber wieder ein bisschen mehr verraten. Wusstet ihr, dass Alice Cooper den Adoptivvater von Freddy spielt? Oder wusstet ihr, dass die letzte Viertelstunde im sechsten Teil im Kino in 3D gezeigt worden ist? Dort wurden wirklich in der letzten Viertelstunde 3D-Brillen verteilt, um dem Besucher das ultimative Freddy-Erlebnis zu ermöglichen. Die deutsche Kinoversion erhielt leider kein 3D-Ende. Den 3D-Abschnitt sieht man nur auf der Bonus-DVD. Allerdings liegt in Deutschland keine 3D-Brille der Bonus-DVD bei. Oder wusstet ihr, dass es sogar eine DVD-Fehlpressung gab? Es wurde nämlich das Cover des 16er Films ausgedruckt, der dann die ungeschnittene Uncut-Fassung der 18er Version beinhaltete. Allerdings wurde dann sofort, wie das bemerkt worden ist, die DVD aus dem Verkauf rausgenommen. Tja, da können sich die Kunden glücklich schätzen, denke ich mal, die das gerade noch so bekommen haben. So, nun kommen wir doch zum siebten Teil, den meiner Meinung nach schlechtesten Teil der Reihe. Und ja, wie die Erdbebenszene im Film fast vorbei war, fand in der Stadt ein wirkliches Erdbeben tatsächlich statt. Die Crew ging dann einfach raus und hat es dann wirklich gefilmt. Ja, und das war's jetzt auch leider schon von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt in Zukunft, dann abonniert doch diesen Kanal. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Lasst es pappen.